Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit dem Mod, also Minecraft, mit dem Mod Minecolonies. Ja, ich habe ein paar andere Mods noch installiert. Also Voice Chat und so ist vom Server. Ich habe zum Beispiel, wo sind sie denn, wo sind sie denn? Waystones installiert, Comforts. Ich glaube Iron Chest ist noch drin und so. Minecolonies. Fast Leaf Decays, Chisel and Bits. Ja, genau. Damit möchte ich einen zweiten Server sozusagen machen. Und da dürft ihr dann gerne zu einer Stadt oder so gehören. Und vielleicht machen wir auch irgendwelche inszenierten Belagerungen dann oder so. Oder auch nette Sachen natürlich. Ja, schauen wir mal. Und ich mache manchmal Gameplay-Videos vom Singleplayer, weil ich dort auch so ein bisschen teste und alles mögliche. Dürft ihr gerne natürlich zuschauen. Ich mache da die Sachen aus, die halt ein bisschen etwas kaputt machen könnten. Finde jetzt aber nicht alles. Zerstörung durch Kreaturen. Ich glaube, ich habe alle drei. Genau, damit wir einfach ein bisschen chilliger bauen können oder bauen lassen können. Genau, und sonst brauchen wir eigentlich nichts mehr. Und Datapakete, ja, ist jetzt. Wieso sind die rot? Jo, sind halt auch vom Server, vom Streamer-Insel. Genau, also dann nennen wir doch Minenstadt. Gut, die Welt. Okay. Ja, das weiß ich. Jo. Also wir werden, denke ich mal, alles mal so ein bisschen ausprobieren. Ich werde mal einen Stadtskin, also eine Stadtart, Kulturart und so nehmen, die wir wahrscheinlich auf dem Server dann nicht unbedingt so sehr nehmen wollen werden. Und jo, ich muss mir noch ein bisschen Gedanken machen natürlich. Okay, wir sind irgendwo in den Alpen. Also wir sind am Snowy Tiger Hills. Okay. Spawn. Genau. Also, wow. Das ist aber richtig cool. Schön. Also, was müssen wir machen? Wir müssen eigentlich, jetzt mal Rohstoffe sammeln. Und dann eigentlich so schnell wie möglich natürlich auch eine Stadt aufbauen, oder? Und das macht man halt aus verschiedenen Blöcken. Und eine Wilderswand oder so etwas. Und jo, muss dann die so ein bisschen schwer platzieren und alles Mögliche. Und dann einfach die Rohstoffe ankarren. Dann gibt es manchmal Überfälle und das ist einer meiner Lieblingsmods schon seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wann die erste Version kam, aber das ist schon einige Zeit her. Aber leider haben wir hier nicht so einen guten. Irgendwelche Setzlinge rauskommen. Die nehme ich jetzt nämlich mit. Genau. Die natürlich auch bei der Stadt oder Dorf dann haben. Ja, und scheinbar wurde der Mod sehr umfangreich und richtig cool. Oh, Fast Leaf Decay. So, irgendwas ist gerade kurz bisschen komisch. Ich hoffe, ich habe nicht wenig FPS. Wieso habe ich so wenig FPS, Eppen? Dankeschön, liebes Spiel. Ist vielleicht wegen der Sichtweite, ja. Kann schon sein. Ja, machen wir auch noch ein bisschen runter. So. Sollte eigentlich jetzt gehen. Ja, jetzt ist wieder gut. Es hat irgendwie nach den zwei Bäumen irgendwie ein bisschen angefangen zu lenken. Ist klar, wenn die Sichtweite so hoch ist, aber das ist auf dem Server ja nicht spürbar. Das muss man im Singleplayer natürlich wieder runterstellen. Aber ich habe mit Leon, glaube ich, irgendwas angeschaut in der Entfernung. Deshalb habe ich ja 64 gemacht. Lamas haben wir schon. Oh, so eine Eisstadt. So eine. Ja, wir können halt Eis noch nicht abbauen.
Da braucht man ja Behutsamkeit. So ein Lama. Die sind echt langsam. Und okay. Aber fast im Minimum von den Pferden. Okay, eine coole Welt. Aber wo können wir jetzt hier eine Stadt bauen? Das ist die Frage. Ja, wir machen einfach noch kurz ein bisschen weiter. Mit meinen und so. Oh, hier könnten wir eine Stadt bauen. Wollen wir eine nordische Stadt bauen? Jo, es ist halt wirklich auch sehr viel komfortabler, die NPCs bauen. Und die bauen recht schön oder so und so. Und jo, es gibt einfach viel, vieles Geiles zu machen. Ich bin wirklich motiviert. Okay, auf die andere Seite. Endlich kann ich ein bisschen rennen. Ein Iglu? Ein Iglu auf dem Eis. Ah, ja, genau, der Drachen. Ja, der Drachenmod habe ich auch noch drin, stimmt. Jo, das sind einfach die Wölfe. Mit einem anderen Skin. So. Aber hier haben wir schon mal einen Wald da drüben. Und ja, ein bisschen. Also hier. Okay, hier haben wir ein Wüstendorf. Oder ein Birkendorf. Seit wann gibt es Birken? -Ding. Aber was ich noch rein tun kann, ist vielleicht More Villages. Wenn es eigentlich geht. Aber das ist ja super. Dann machen wir doch mal eine Spitzhacke. Ja. 6 haben wir. Und ich habe auf Easy, oder? Ja. Nehmen wir mal das mit. Ich habe auch den Comfort-Mod drin, das heißt, wir können ja so Backpacks. Sleeping Bags mitzunehmen. Okay, und das ist nichts scheinbar. Oder? Nee, ich denke nicht. Ich wusste gar nicht, dass es die auch auf Eis gibt, diese Iglus. Okay. Ja, in Dörfern hätte ich das sicher schon mal gesehen. Habe ich wahrscheinlich auch. Aber ja, so auf einem riesen Eisfeld. Denke ich noch nicht. Kommt mir nicht so bekannt vor. Okay. Zucker haben wir auch hier. Sehr gut. Ja, so ein Berg. Also, ich weiß nicht, der Mod braucht halt immer flachere Gebiete. Das müssen wir halt irgendwie noch hinkriegen. Also in die Richtung waren die zwei Dörfer. Ja, sehr gut. Also eben mein Bett haben wir, das ist schon mal gut. Und gehen wir kurz hier schwimmen, tauchen. So. Also. Jo, ich bin eben einer, der wirklich auch sehr gerne wirklich intensive, große Projekte macht. Für dich denke ich, ja, wenn es auch ziemlich gut geht, da richtig viel auch im Singleplayer manchmal zwischendurch spielen. Der Server ist halt für Livestream und Videos mache. Aber wenn ihr das auch macht, dürft ihr natürlich gerne auch kommen auf dem Server. Und das Modpack. Also die Mod, der Mods-Ordner, den habe ich bei Mega hochgeladen. Den könnt ihr von mir aus auch benutzen, also downloaden, oder? Und ja, wenn ihr mir Tipps oder so geben könnt oder wollt, irgendwelche Ideen, immer her damit. Ich bin natürlich auch einer, der wirklich gerne für die Community alles macht. Bin ja auch ein Sklave von euch. Ich bin so ein ja, motivierter Mensch, habe aber momentan einfach nicht so viel ja, Zuschauer und es liegt einfach so ein bisschen an YouTube und Twitch, dass nicht so viele motiviert sind. Ich sehe immer wieder viele Leute, die recht depressiv oder so sind. Ich hoffe, euch geht's gut. Und jo. Ich bin halt ein bisschen krank. Ich habe zu wenig Mitochondrien, ein bisschen Schmerzen und also jetzt auch gerade nicht so eine gute Stimme wegen dem Asthma. Aber das ist meistens doch schon gut. Also kurz manchmal räuspern. Dann geht es auch wieder gut.
Jo. Also macht wieder sehr, sehr viel Spaß, das Minecraft. Ist ja immer wieder ein bisschen anders. Und so mit Mods sowieso. Also es ist mega motivierend gerade. Könnt ihr euch das wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, wie erfreut ich bin. Also so mega zeigen tue ich es natürlich nicht. Es wird genug im Livestream und Let's Playing übertrieben mit den Emotionen und so. Ich denke, das ja, müsst ihr jetzt nicht unbedingt auch bei mir sehen. Genau, das Schwert wollte ich nochmal. So. Und jo. Wir werden schauen. Ich werde natürlich auch ein Game Design. Also natürlich, das macht nicht jeder. Aber bin dran. Das kann ich auch gerne zeigen, ein bisschen, wie ich irgendwas mache. Zum Beispiel Map oder so. Und jo. Das Spiel wird übrigens kostenlos sein. Es braucht halt einen gewissen PC wegen Unreal Engine 5.1. Aber jo. Ihr könnt dann modden. Ihr könnt dann Mods auch downloaden. Ja, so ein bisschen vom Aufbau, ein bisschen Minecraft hat. Aber ihr seht eher so ein bisschen geschaut auf Rollenspiel, auf Ambiente, auf Realismus. Also auf Survival oder so etwas, auf Blöckchen. Und eventuell das Bauen geht halt anders. Also muss dann schauen, wie. Weil ich muss eigentlich den Fokus ein bisschen aufs Rollenspiel bringen und aufs Action-Adventure-Genre. Und das ist das viel zu tun, sonst wenn alle Blöcke dann auch abbaubar sind und so. Muss ich schauen. Aber ich bin eigentlich groß dran und ja. Okay, das ist ein Zombie-Dorf scheinbar. Ein Rathaus. Okay. Das ist natürlich so ein, ja, Block, der ein Gebäude sozusagen darstellt. Kann ich da nicht abbauen? Hä? Das dauert so lange. Jetzt habe ich leider abgebrochen, weil ich irgendwie. Wollte es gar nicht auf. Es dauert so lange, das ist irgendwie nicht normal. Es droppt. Jo. Also es ist auch so ein altes Village von meinen Kolonien scheinbar. War irgendwie so ein Brunnen. Richtig. Ein Wachturm. So ein alter Wachter. Okay, das ist auch mit der Axt. Es hat so viel Änderungen, also Erweiterungen, dieser Mod. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ja, gut. Jo, gut. Oh, es gibt Dächer. Eine Resistenz. Residenz, okay. Schweres Wort ist wahrscheinlich Spanisch oder so. Französisch. Der Ursprung. Den Ofen kann ich auch noch gebrauchen. Hey, nicht abbrennen. So. Und das sind keine Kisten oder so. Sehen aber so ein bisschen aus. Okay, ich habe das Bett gerade weggelegt. Also, wir haben hier einfach die Anfangssachen, denke ich mal. Also Wachturm ist vielleicht nicht für den Anfang, aber wir haben ein paar gewisse Sachen, die uns erleichtern. Eine Bauhütte, die ist sehr, sehr wichtig. Das ist sozusagen das Startergebäude oder ja. Ich weiß nicht, ob das Camp oder wie das heißt. Das Startergebäude ist. Denke schon. Okay, hier unten ist nichts. Also, wir tun jetzt mal noch nicht alles erkunden. Jo. Also eben das mit dem Server mache ich natürlich in den Livestreams auf Twitch. Und eine Kurierhütte.
Punkte noch mitnehmen. Nein, da geht es ein bisschen. Deshalb rede ich jetzt mal kurz ein bisschen über, ja, was wir eigentlich so planen. Und jo. Wenn es geht, machen wir auch Plugins drauf. Datapacks machen wir sowieso drauf. Und jo. Könnt ihr natürlich im twitch.tv/dragobasler mich mehr zuschauen abends. Jo. Eine Windmühle. Süß. Hab irgendwas gehört? Ein Schrei oder sowas? Und so, ein Feld. Okay, das ist einfach so ein verlassenes Dorf. Es ist kein Zombie-Dorf. Ein Bauernhof. Sehr schön. Die werden wahrscheinlich anders aussehen, wenn man sie dann wieder platziert. Aber ich denke, da muss man halt auch irgendwie noch etwas extra machen. Ich kann es nicht einfach platzieren. Ich denke, ja, wir brauchen mindestens ein Bild. Jo. Gut, also. Hier wären wir schon mal ziemlich gewesen. Wir konnten natürlich dann später nochmal alles ausgiebig. Aber wir wollen ja auch die Stadt bauen. Okay. Schade, dass es keine Kisten sind oder so. Eine Bauwelt brauche ich jetzt nicht mehr. Und hier haben wir einen Galgen. Eine Mine. Okay. Ein Bergwerk, ja. Oh, wie cool das da unten aussieht, diese Leitung. Und das Buch sieht auch sehr cool aus. Sehr schön. Jo. Also, dann könnten wir eigentlich so langsam mal weitergehen. Wir machen mal ein Boot. Genau. Kommen wir doch ein bisschen schneller vorwärts. Okay. Da haben wir aber dann noch ein Dorf gehabt. Das tue ich dann mal später. Hier haben wir einen Wrack. Also, wo könnte ich am besten ein Dorf? Ich möchte. Ja. Doch ein bisschen ein gutes Dorf schon mal bauen. Sonst müssen wir mal gucken. Was habe ich so flott hier eigentlich? Machen wir noch kurz ein bisschen Brot. Dann ein Boot. Oder wäre es besser, jetzt schon mal Rohstoffe zu sammeln und so. Ja, wir werden es sehen. Sie werden hier zum Wrack vielleicht doch kurz gehen. Weil es ist ja an der Oberfläche, ist es besser machbar. Also hier könnten wir vielleicht ein Dorf bauen. Oder hier im Süden. Da ist ein Dschungel scheinbar. Ich könnte das machen, was ich in Streamer Insel eigentlich vorhatte. So eine Dschungelpanda-Ding. Aber die anderen haben sich nicht so dran gehalten. War dann eher so ein Eichendorf. Statt von einem Dschungelholzdorf und so. Ja, ist ein bisschen schade, aber es sind halt noch jüngere Leute. Sonst sieht es nicht unbedingt immer gerne dran halten an alles. Jo. Aber wir werden ja sehen. Oh, schöner Sprungdächer. Cool. So ein bisschen hier im Dschungel, am Dschungel. Wird halt ein bisschen schwieriger. Der Dschungel ist jetzt nicht gerade so eben und so. Ja. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an. Eher Richtung Süden. Was ist mit meiner Stimme gerade los? Jo. Okay. Karzenlöhne. Ja, ich finde hier am Meer wunderbar. Wüste. Das ist keine Wüste, das ist eine Savanne. Ja. Wir könnten eigentlich das so machen, dass es. Ja, hier ist im Dorf, das Dorf.
Aber nicht zu weit rein, sonst haben wir keine Hafenstadt, sondern eine Inlandstadt. Ja. Und das wäre doch optimal. Also. Dann machen wir doch hier einen Wegpunkt. So. Dass wir hier kommen und nicht direkt im Dorf, wo wir dann irgendwelche Gebäude stehen haben. Also dann müsste ich ungefähr hier hingehen. So, ja. Also, hier hätten wir eigentlich gut Platz. Ich tue noch ein paar extra Mods vielleicht noch rein. Muss mir gerade überlegen, was ich vorher wollte. Also zuerst einmal hier so ein Treefeller Mod. Und ja. Irgendwas wollte ich noch. Ah, genau, More Villages, genau. Jo, die zwei Mods mache ich noch rein. Ich hoffe, NPC spawnen überhaupt mit diesen neuen Kolonies. Wir sind doof, wenn nicht. Jo, wir werden sehen. Ist leider ein bisschen uneben, aber wir können es sicher gut platzieren. Also, wir machen es einfach ein bisschen eben. Ja, dafür brauchen wir auch ein bisschen Erde, weil es sonst nicht so gut aussieht, wenn es hier reingeht. Ja, und diese eine Mod, da nervt da unten mit dem Mikrofon, kann ich das eigentlich nicht ausstellen oder so. Okay. Geht. Also, jo, wir sind schon bei 1000, okay. So weit gelaufen. Also. Oh, wie geil. Das ist ein ziemlich cooler Ort zum Lava rauslassen, Berg. Okay, können wir da eigentlich direkt. Ich muss schauen. Wilder Tool heißt's? Okay. So. Und damit können wir jetzt eigentlich dann rechts klicken. Ja, ich weiß, es ist genügend. So. Was ist das Tool? Desert Oasis. Und right. Wo ist right? Also. Agriculture Decorations. Walls. Achtung, geht. Eigentlich eine Bauhütte. Und wie mache ich jetzt die Kolonie? Hütte. Ich muss, glaube ich, etwas anderes noch herstellen. Die Bildungswand kommt dann später. Also, ich mache mal da unten kurz so ein Lager. Wir müssen ja das nächste Mal dann ein bisschen weiter weggehen und dort erstmal farmen. Und dann denke ich mal zurück teleportieren. Ja, sonst dauert es natürlich wieder ein bisschen zu lange. Also, ich brauche Kohle. Und die Eichenstämme.
Also die Eichenstämme zum Bauen. Und jo. Okay, dann nehme ich die Fichtenstämme auch noch. So, ja, schlafen bitte. Es ist eine sehr schöne Landschaft. Es hat viele Biome. Es sieht richtig schön aus, wenn wir da die Häuser ja, so platzieren. Und in der Mitte haben wir sogar einen Fluss. Der Fluss führt ja richtig ins Meer rein. Ja, okay. Machen wir da noch einen Fluss wahrscheinlich. Das werde ich dann auch wahrscheinlich zwischen den Folgen dann mal machen. Dann haben wir ja auch eine Oasis. Jo, und hier haben wir auch noch ein Dorf. Das Dorf schauen wir dann später an. Warte kurz, das kann man noch machen. So. Und ja, jetzt muss ich eben wissen, wie man halt dieses eine Gebäude macht. Da, oder? Versorgungscamp. Ich glaube, das ist das Versorgungscamp. So viele Küsten. Gut, jo. Können wir das noch kurz platzieren? Oder wir machen das auf die, also in der nächsten Folge, genau. Dann seht ihr direkt, oder die meisten schauen nur den Anfang des Videos, aus irgendwelchen unerklärlichen Zeitgründen oder so. Wäre natürlich schön, wenn ihr ein bisschen länger schauen würdet. Ich schaue ja auch, dass es auch sehr motivierend für euch ist, dass es nicht zu langweilig wird. Und ihr dürft immer meckern. Okay? Einfach realistisch sein. Und ich bin auch jetzt nicht einer, der unbedingt jemandem sagen muss, ja, mach das und dies. Ich glaube, ihr wisst es, oder? Also, das machen halt die großen YouTuber und so halt immer sehr, sehr gerne. Das mache ich nicht. Will, dass es euch gut geht. Genau. So, recht viel. Also diese machen wir in den Ofen. Und jetzt messen wir mal 64. Sind 8, also ein bisschen zu viel. Es gibt auch ein Versorgungsschiff, aber das könnte ich da nicht platzieren. Ich hätte so gedacht, dass einfach das Versorgungsschiff halt dort ist und alle Häuser halt ringsum um diesen Fluss, oder? Ja. Was ist das? Ja, ist schon ein Fluss. Ein dicker Fluss. So. Jetzt muss ich aber das ansehen können. Genau. Ein Dschungel, Baumhaus, eine Festung. So eine Kaverne ist halt auch sehr cool. Kaledonien, okay. Ist Kaledonien. Wie ist das eigentlich? Weiß es nicht mehr genau. Entweder in Spanien oder irgendwo in Argentinien. Urban Savanna. Space Wars gibt es auch. Medieval Birch, Desert Oasis, Shire, okay. Incan, Dark Oak, Medieval Dark Oak, Mine Colonies, Wapet. Oh, ich will doch Wapet. Und da braucht man so viel von diesem einen Wirholz, Wirstiel. Nordic Spruce, Loser, Lost, Mesa City. Das ist geil. Urban Birch. Medieval Spruce. Inka.
Medieval Birch sieht eigentlich gut aus. Desert Oasis können wir dann als nächstes mal machen. Caledonia ist irgendwie so ein bisschen deutsch. Hä? Fortest. Was mir jetzt gerade auffällt, es gibt kein japanisches mehr. Kein also asiatisches Volk. Shire wäre vielleicht nicht schlecht. Sind halt irgendwelche schwarze Blöcke, das ist auch nicht so gut. Ich schaue einfach, dass wir das auch machen können, oder? Sonst verzögert sich das halt ein bisschen. Medieval Spruce. Ja, ich dachte eher an einen anderen Stil oder so, also wenn der jetzt nicht jeder machen würde. Aber ich kann jetzt eigentlich gar nicht so etwas entdecken. Ich glaube, ich mache das Jungle's Treehouse, weil wir einen Dschungel haben. Also wir können das abbrechen, ja. Ich denke, wir machen das alles ein bisschen aus Dschungel. Und machen sozusagen die Panda-Stadt. Das ist mein Single-Breakfast. Was sie mir auf dem Server machen, weiß ich nicht. Lass ich die anderen wählen. Also wir eine Abstimmung und so. Dann auf dem Server. Jo. Gut. Jo, also, da tue ich mal alles, was so mit Mobblut, mit Erzen ist, rein. Mache ich auch so weißer Teppich. Und dann halt auch die verschiedenen Gebäude. Und die Spitzhacke. Dann mache ich alles Grünzeugs rein. Ja, das nicht. Und das Bett haben wir hier. Wir haben noch keine Wolle, wir haben noch keine Schafe gesehen. Oder sie einfach nicht gefarmt. Ja gut. Okay, dann jo. 33. Ja, mache ich mal einen Cut, also eine Video fertig Video machen. Ja. Und wenn ihr schreibt bis zum nächsten Folge, dann dürft ihr natürlich wählen. Wenn es dann im zweiten Video halt zu spät ist, dann ist es halt zu spät. Aber vielleicht kann ich das auch immer noch ändern später. Sonst machen wir irgendwo einfach eine zweite Stadt. Ich weiß nicht, wie groß die Reichweite ist, wo die Stadt überhaupt ja alle Gebäude noch sieht und so Sachen. Aber das werden wir dann herausfinden. Gut. Also. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Wenn ihr eben irgendwelche Wünsche habt, Kritik oder ja, Vorschläge oder so, dann dürft ihr das gerne senden, gell? Ab in die Kommentare. Dankeschön. Tschüss.